Hallo aus dem herbstlichen Küchengarten. Letzte Woche haben mein Mann und ich einen Ausflug gemacht, und zwar in ein Sägewerk hier in der Gegend. Dort haben wir einen ganzen Anhänger von Holzhackschnitzel geholt, und die sind in unserem ganzen Garten schon richtig gut verplant. Wir haben einige Einsatzmöglichkeiten, die möchte ich euch in diesem Video zeigen. Aber jetzt machen wir zuerst einen Rückblick auf diesen Ausflug. So Marcel, da sind wir nun. Wo fahren wir denn hin? Zu einem Sägewerk Holzhackschnitzel einladen. Freust du dich da schon drauf? Ja. Na, dann können wir den Matsch bedecken. Den Matsch können wir bedecken. Mhm. Verwenden wir diese Holzhackschnitzel auch noch für was anderes? Nein. Jetzt haben wir gesehen, es rattert. Bitte und rattert und rattert. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen. Also, doch, wir verwenden ihn auch noch für was anderes. Ja, als Wegbedeckung. Ja, zum drauf, genau. Und halt auch unter Büschen und in den Beeten, bitte, weißt du? Nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Die nervt die Frau. um den Boden vor Erosion und Austrocknung im Winter zu schützen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie großartig das hier riecht, nach Harz und frischem Holz. Und jetzt haben wir dann einen ganzen Anhänger voll für keinen Preis aus lokalen Holzresten. Also für mich ist das unglaublich wertig. Der erste Patient für die Holzhackschnitzelkur ist hier das Winter- und Schlechtwetterquartier unserer Laufenden. Da wird es nämlich immer sehr schnell extrem schlammig. Im Sommer und Frühling wächst zwar immer wieder das Gras und die Beikräuter und allerhand Blühpflanzen nach, aber die Enten watscheln das Ganze, da kommt die Partie. Die wollen jetzt natürlich schauen, was wir hier machen. Seid ihr neugierig? Ja, gell, wir machen es euch jetzt da wieder schön. Na gut. Die watscheln das Ganze natürlich immer ziemlich schnell wieder zusammen. Und dem wollen wir jetzt mit diesen Holzhackschnitzeln Herr werden. Jetzt muss mein lieber Mann noch ein paar Platten wegnehmen, irgendwo noch ein bisschen abgraben, damit die Tür trotz Holzhackschnitzel noch gut aufgeht. Ja, und dann geht's los. Also von welcher Seite möchtest du drauf schaufeln? Thank you.
Und schwupps war der ganze Anhänger leer. Also dieser Außenbereich unserer Laufenden hat gleich fast einen ganzen Kubik Holzhackschnitzel gefressen. Das heißt, für unsere nächsten Pläne müssen wir noch mal holen gehen. Und da uns die Holzhackschnitzel jetzt ausgegangen sind, weil wir alle im Entenauslauf verbraucht haben, bleibt uns noch Zeit für einen dringenden anderen Task. Und zwar haben wir hier auf unserem Sitzplatz diese große, herrliche Platane. Und wie ihr hier schon seht, neigt sie sich stark nach links. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht, weil die Morgensonne von links kommt. Man sieht hier auch recht schön, dass nach links die Äste viel dicker und größer sind. Und um dem Ganzen jetzt ein bisschen entgegenzuwirken, wollen wir hier diesen extrem dicken, großen Ast absägen, das Ganze ein bisschen auslichten. Ja, das Holz will dann auch gehäckselt werden, verarbeitet werden. Ich möchte damit noch meine Hochbeete wieder neu auffüllen, ganz zu unterst. Das steht heute im Programm. Das Hochbeet ist wie jedes Jahr ziemlich stark abgesackt. Deswegen machen wir es jetzt so. Wir graben immer von einer Hälfte auf die andere die oberflächliche nahrhafte Erde in eine Hälfte. Dann füllen wir mit dem ganzen Holz, was ich jetzt gehäckselt habe, satt auf. Und dann graben wir die Erde wieder rüber. Und die Katze jagt, glaube ich, hier Regenwürmer im Hochbeet, hä, Marcel? Oder Kellerasseln. Jösses, Lucky! Und zusätzlich zu dem ganzen geschnetzelten, gehackten, geschredderten Holz, das ich jetzt in meinen Hochbeeten verarbeitet habe, haben wir auch eine ganze Schubkarre voll Feuerholz. Das werden wir jetzt auf unser anderes Feuerholz aufbocken und trocknen lassen. Nächstes Jahr können wir das sicher in unserem Ofen verfeuern. Da haben wir im herbstlichen Küchengarten wieder einiges geschafft, findet ihr nicht? Vielen lieben Dank, dass ihr mich auch heute wieder bei meinen Gartenabenteuern begleitet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf oder schreibt mir einen Kommentar. Ich hoffe, ihr könnt in euren Gärten auch noch einige Vorbereitungen für die nächste Saison treffen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!